Hey Leute und willkommen zu einem kurzen Zwischendurch-Video. Ich habe jetzt gerade eben das neue Video von der Kanzlei WPS gesehen. Und da haben sie die neuen AGBs, allgemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube, mal ein bisschen zerpflückt und mal ein bisschen verständlich für uns User rübergebracht. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, die schmecken mir gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich mache mal Folgendes, ich verlinke euch mal das Video hier unten in der Videobeschreibung und irgendwo hier oben in der Ecke, weiß jetzt noch nicht so genau wo. Und da kann sich das jeder mal selber anschauen und sich seine eigene Meinung dazu bilden. Also meine Meinung ist, das ist zu heftig, was da Facebook jetzt vorhat. Und ich war bis jetzt sowieso kein großer Fan von Facebook. Ich habe eigentlich Facebook nur verwendet, um mich ein bisschen noch zu verbreiten, aber durch diese neuen Richtlinien auf Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mich jetzt immer mehr aus Facebook zurückziehen. Ich habe noch nie persönliche Daten auf Facebook preisgegeben. Das werde ich sowieso nicht mehr machen. Ich werde sie auch nicht in mein Profil eintragen. Und ich werde Facebook jetzt wirklich nur noch verwenden, um meine Videos zu posten. Vielleicht mal ein paar Mails zu beantworten oder Facebook-PNs, wie auch immer das da heißt. Und das wird es gewesen sein. Also ich werde mich jetzt fast nahezu komplett aus Facebook raushalten nach der neuen Aktion, weil das passt mir ehrlich gesagt gar nicht, was da abgeht. Nur so eine Info nebenbei. Tja, vielleicht hilft euch das Video da unten weiter von der Kanzlei. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.